Fragst du dich auch manchmal, was gescheiter ist als Unterlagsmatte, diese aufblasbaren Teile oder Hartschaum? Wenn du eine Antwort, wenn du meine Antwort hören willst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossen vom Survival Show Berlin. Und schön, dass du dabei bist. Interessante Frage, ja, was ist gescheiter? Und da sage ich jetzt ganz einfach, das kommt darauf an, was du machst und was deine Anforderungen sind. Diese aufblasbaren Teile, da habe ich mich ganz lang dagegen gewehrt. Ich habe welche von Thermarest, zwei unterschiedlichen Unterlagsmatten bzw. Isolationsmatten oder hier dieses günstige Teil aus China. Ich habe ein weiteres günstiges Teil aus China auch, das ich gerade teste. Oder eben ja, diese Hartschaumteile hier. Und ich habe mich lang gegen diese Luftmatratzen hier sozusagen oder Luftisolationsmaterialien gewehrt, einfach aus dem Grund, weil sie natürlich einen ganz klaren Nachteil haben. Wenn du im Wald oder irgendwo herumliegst, wo ein Stock raussteht oder irgendwo, dann steigst du vielleicht noch drauf und dann macht. Ich hatte mal eine Climate-Matte, die liegt sicher irgendwo in meinem Saustall da herum. Das ist Climate, das sind so Skelettteile, die man im Innenteil des Schlafsacks mit reinlegt. Ultra klein, ultra leicht, für Spezialeinheiten angeblich und so weiter. Was aber nicht der Grund, warum ich es gekauft habe, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, cool, das ist klein, das ist leicht, das kann man gut mitnehmen. Und ich habe da zweimal drinnen geschlafen und beim dritten Mal bin ich angekommen, blöd, habe mich umgedreht und habe es auseinandergerissen und war die Luft heraus. Es gibt dann irgendwelche Kits, die man dazugeben kann, um das zuzupicken und zuzukleben und wieder zu reparieren, aber trotz alledem, wenn mal die Luft draußen ist, hast du einfach ein Pech gehabt. Und das ist auch der ganz klare Nachteil bei diesen Teilen. Aber, lass mich ganz kurz was machen. Da gibt es dann die sogenannte Elefantenhaut. Ja, da habe ich auch einmal ein Video gemacht, Link gebe ich da. Also ich muss da schon sagen, dass ich der Meinung bin, wenn, oder zumindest, ist ja nur meine Meinung, ja, und wenn du das anders siehst, dann, es ist ganz locker, kannst du mir einen Kommentar dazu schreiben. Aber die zwei Sachen, die gehören, wenn man im Wald schläft, einfach zusammen. Ich meine, wenn ich in einer Hütte schlafe, also in einer Berghütte, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Aber wenn ich draußen schlafe, gehört das irgendwie dazu. Denn diese Elefantenhaut, da muss wirklich schon, die hält mir so Kleinigkeiten auf jeden Fall ab. Da muss wirklich irgendwas massiv Spitzes durchgehen und dann in diese Matte hinein. Und ja, also die zwei, das ist gleich einmal der Tipp, die würde ich miteinander kombinieren. Solltest du das schon wissen, ist gut, und wenn nicht, dann kannst du dich gleich freuen. Also das gehört miteinander zusammen. Link zu den Produkten findest du unten. So, warum will man überhaupt eine Luftmatratze, würde ich das so sagen, oder eine aufblasbare Matte? Weil die einfach ein irrsinnig kleines Liebespackmaß hat, weil sie relativ leicht sind. Ja, und das ist der ganz klare Vorteil dabei. Leicht, auch hoher Isolationswert. Ja, und da ist ein kleines Packmaß. Das heißt, immer wenn du in Bewegung bist, wenn du jetzt nicht zu einem Bushcraft-Treffen gehst, wo man vielleicht ein paar hundert Meter geht oder einen Kilometer geht und dann legt man dorthin und dann ist man die ganze Zeit dort und, weiß ich nicht, du die ganze Zeit Bushcraften sozusagen, dann wird das nicht die große Rolle spielen. Aber bist du Wanderer, bist du Weitwanderer oder willst du irgendwelche Bug-Out-Bags oder sonstige Dinge zusammenstellen, dann spielt das eine Rolle, wenn wir Meter machen müssen. Kurze Geschichte, ich hatte bei einem Survival-Training ein Pärchen da, die in Neuseeland weit wandern, und die haben wirklich auf jedes Gramm geschaut. Ja? Und wenn du von der obersten Nordinsel bis zur Südinsel durchmarschierst, nur mit deinen Füßen, dann wirst du auch einfach auf jedes Gramm schauen. Und da sind solche Teile natürlich eine klasse Geschichte. Muss aber dazu sagen, sie sind sehr oft in Hütten unterwegs gewesen. Also du musst ganz einfach schauen, in welche Richtung es geht. So. Und jetzt muss ich mich noch einmal ganz kurz bücken. Jetzt zeige ich dir drei meiner Hartschaumteile. Also das eine, das ist einmal die gute alte Bundeswehr-Faltunterlagsmatte. Da habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht. Die ist ja insgesamt nett und toll, und die kann man auch eigentlich, wenn man nicht redet und ein bisschen nachdenkt dabei, kann man die ja auch sehr schön zusammenlegen. So, jetzt haben wir es. Ja, ist aber trotz alledem im Vergleich zu einer Luftmatratze oder einer luftaufblasbaren Isomatte noch immer ein ganz schönes Teil. Aber dafür nicht kaputt machbar. Schon, aber nicht so einfach. Also wenn da irgendwo, du siehst, da waren schon irgendwelche kleinen Spießchen drauf und Steckerln, die sich da reingestochen haben, das ist ja wurscht. Die Luftmatratze wäre schon aus gewesen. Gut, das ist einmal das eine. Die hat aber fast keinen Isolationswert. Ja. Aber ich komme dann zu einem weiteren Vorteil von diesen Teilen. Dann die Ziehharmonika. Also die habe ich mir eingebildet. Und die hat auch einen sehr guten Isolationswert, das muss man schon sagen. Ja, aber du siehst,
Das ist auch nicht so einfach. Ich meine, das Backmaß wäre noch okay, aber hat vielleicht irgendjemand einen coolen Tipp für mich, außer an Rexgummi, wie man das machen kann, dass das nicht immer so auseinander geht? Wenn das nicht wäre, ist eine coole Sache. Aber diese Teile hier, die haben einen Vorteil. Man kann erstens damit, wenn man jetzt Feuer macht, wenn Feuermacher-Thema ist, wenn das ins Rauchen anfängt, kann man so ein bisschen nachhelfen. Das ist eine nette Sache. Man kann damit einen Windschutz improvisieren. Das finde ich voll super. Einen Windschutz improvisieren, wenn man Feuer macht oder für den Gaskocher. Das hier zum Beispiel oder die Faltunterlagsmatte. Nein, die Faltunterlagsmatte habe ich eingesetzt gehabt in so einem Fall. Es ist der Wind geblasen und ich habe einfach nirgends anders hingehen können. Was soll ich tun? Dann war das hier eine feine Sache. Das ist absolut in Ordnung. Und dann eine Matte, die ich sehr gern habe und die eigentlich die ist, die ich dann meistens auch dabei habe. Wenn wir nicht weit gehen oder wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, ja, das ist die hier, das ist diese Thermarest, die Ridge Rest, glaube ich, heißt die. Und wie du siehst, die hat schon ein bisschen Flamme abbekommen, also Hitze und so, und die macht noch immer alles mit. Ich meine, es gibt Matten, die mehr Isolationswert haben, das ist alles keine Frage, aber das ist einfach saurobust. Und wenn es darum geht, dass die Sachen nicht kaputt gehen dürfen, weil du sonst ein Problem hast, dann würde ich, das ist nur meine Meinung, kannst du das anders sehen, ja? Dann würde ich auf sowas hier greifen. Ist einfach so, dann würde ich zu solchen Dingen hier greifen, weil da kann ich mal, wenn das kaputt wird, trotz alledem, also wenn eine Luftmatratze kaputt ist, gut, dann kann ich sie vielleicht kleben. Ja, das kann ich vielleicht ein paar Mal tun, aber was ist, wenn ich beim Feuer bin und es reißt mal richtig ein schönes Scherzerl raus, also ein Loch raus, dann kann ich gar nicht, so viel Kleber gibt es glaube ich gar nicht. Da ist das hier die sinnvollere Variante. Und oder, wenn du nicht weit gehst, also wenn du mit dem Auto wohin fährst, dann fünfmal umfällst, dann würde ich auch zu dem greifen. Oder wenn du mit Kindern unterwegs bist, dann würde ich auch zu dem greifen. Das ist meine Meinung dazu. Wenn man jetzt schaut, da ist eine Fliege. Nein, es ist keine Fliege, sondern, Entschuldigung, das ist eine Galwespe. Du wirst sie jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Oh, sie setzt sich da jetzt her. Ah, sie ist wieder weggeflogen. Eine Galwespe, das ist im Herbst so. Da hinten müssten irgendwo Eichen stehen. Egal, das ist ein anderes Thema. Wie auch immer. Mir ist bewusst, dass die meisten Expeditionen die aufblasbaren Teile mithaben. Ja? Also wenn man sich die Bilder anschaut und wenn man sich die Videos anschaut von den Expeditionen, von den Profi-Expeditionen, also nicht von Semiprofessionen, sondern wirklichen Profis, die auch in der Antarktis oder so unterwegs sind, dann haben die ganz einfach häufig diese aufblasbaren Teile mit. Und es ist auch total okay, weil die irrsinnig genial sind. Ist auch in Ordnung, und wenn ich Meter machen muss und wenn jedes Gramm und auch jedes Volumen, das irgendwie untergebracht werden muss, eine Rolle spielt, dann wird man ganz einfach zu der Luftmatratze greifen. Wenn ich aber jetzt an einen harten Einsatz denke, wo ich auch wirklich draufsteige oder im Wald bin und wenn es kaputt geht und vielleicht nicht viele Meter machen muss, ja, ich weiß, ich habe keine klare Antwort gegeben. Ich wollte einfach Vor- und Nachteile mit dir durchsprechen. Und eins ist auch klar, du musst immer selbst entscheiden, was dir wichtig ist. Links zu den Produkten findest du unten. Ich mag dir um deine Meinung bitten. Schreib mir ganz einfach einen Kommentar, wie du das siehst, was du im Einsatz hast und wann und wie und wo. Das wäre sehr, sehr fein. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zum Produkt. Deine Reini Rossmann, es war mir wieder eine Freude, dass du dabei warst. Und jetzt packe ich meine Unterlagsmatten weg. Ciao.